für den 30.10. Wo kriegt man die im Vorverkauf? Die kann man entweder bei uns auf der Internetseite bestellen unter www.rotkäppchen-musical.de oder auch bei den Vorverkaufsstellen, und zwar entweder Kulturwerkstatt Bottrop oder beim B&C Verlag. Aber hier, also wenn Sie Karten haben wollen. Ah, schon wieder aufgelegt. Das von Lukas. Hallo? Ja, hallo. Ich bin's wieder. Euer neuer Nachbar von gegenüber. Der geile Ralle. Und ich kann euch heute wieder in die Auslage glotzen, Eisenbrecher. Berg. Ich heiße Eisenberg. Egal, pass auf, Eisenblech. Ich muss eure Kulturklamotte mal wieder ein bisschen aufpeppen mit einem schönen Herrenwitz. Nee, das ist echt nicht nötig. Wir haben genug Witze hier und das wollen wir jetzt nicht aushalten. Ich habe jetzt Gäste hier, das geht jetzt überhaupt ja, nicht. Ja, ich sehe das schon. Das Rotkäppchen. Und das steht ja auch ganz gut im Strumpf. Sag mal, Rotschätzchen, was trägst du denn unter deiner Schürze? Oder was fragt dich der böse Wolf sonst so? Ja, also darauf musst du jetzt nicht antworten. Ne? Wir zeigen dir nächste Woche an. Quatsch nicht dazwischen, Eisenbieger. Du siehst doch, der geile Ralle ist gerade am Flirten dran und verzaubert mit seinem unnachahmlichen Charme sogar die Märchenwelt. Hör mal, Rotkäppchen, was hast du denn für schöne Ohren, damit ich dich besser sehen kann? Willst du nicht gleich mal rüberkommen auf ein Käffchen? Aber erst muss ich die Großmutter rausschmeißen, wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt reicht's aber wirklich. Ich werde nächste Woche... Jetzt mach mal nicht die Welle, Eisenbug. Hier kommt der Witz, also pass auf. Die Mutter ruft aus dem Zimmer hinunter: Ist der Postbote schon gekommen? Daraufhin sagt die Tochter: Nein, Mutti, aber er atmet schon ganz heftig. Na, siehste, Eisenburger, da hat sich mein kleiner Anruf doch schon wieder gelohnt. Auch für mich, wenn ich an mein Date mit dem Rotkäppchen denke. Aber keine Panik, Schätzchen, den Jäger musst du nicht rufen. Die Flinte holen wir dann selber raus, wenn du verstehst, was ich meine. Also, bis zum nächsten Mal. Euer geiler Ralle. Kann man auch online anzeigen, Herr Stadt? Ja, oder? Machen wir gleich in der Pause. Egal, tut mir leid, aber der Nachbar, ich muss mich nächste Woche drum kümmern. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg nächstes Wochenende.